Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video von Macit Pro. Heute stelle ich euch das Programm Wall Saver vor. Ja, das Programm macht es, dass ihr auf eurem Desktop-Hintergrund euren oder einen Screensaver, also einen Bildschirmschoner, laufen lassen könnt. Ja, so sieht das Programm aus. Einfach entpacken aus der DMG-Datei. Genau, und jetzt hier ein relativ einfaches aufgebautes Programm. Hier bei About könnt ihr gucken, von wem das ist, von wann das ist. Und ja, bei den Einstellungen könnt ihr halt einstellen, welcher Bildschirmschoner hier. Bei Choose könnt ihr einfach irgendeinen auswählen. Und hier könnt ihr generelle Sachen einstellen, wie zum Beispiel, ob es beim Hochfahren gestartet werden soll. Ja, wenn ihr es aktivieren wollt, einfach auf Wall Save, auf diesen Tab hier gehen, dann auf Activate drücken und der ganze Spaß fängt auch schon an. Es kann sein, dass es hängt oder ein wenig ruckelt. Bei mir ist es so. Ja, gut, das liegt natürlich jetzt am Rechner. Und genau, hier könnt ihr auch jederzeit einen anderen Bildschirmschoner reinmachen. Das ist ganz unabhängig von dem Bildschirmschoner, den ihr als Hauptbildschirmschoner habt. Genau, um das wieder auszuschalten, einfach Restore drücken und der ganze Spaß ist wieder weg. Ja, man kann im Prinzip jeden einzelnen Bildschirmschoner nehmen. Random zum Beispiel auch. Ohne einfach Activate drücken. Already running, genau. Wenn man zweimal Activate drückt, dann funktioniert das nicht, weil er dann sagt, dass das schon läuft. Genau. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Am besten liken, abonnieren, favorisieren, wie auch immer. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.